Hi Leute, das ist Sano hier. Die aktuelle Season, ja, die beruht auf optimaler Reichweite. Ne? Die Reichweite zum Gegner ist entscheidend und die Reichweite eurer Waffen ist ebenso entscheidend. Auf dem PTS konnten wir so ein bisschen was austesten und besonders lieben Dank an unseren Motorhead aus der Community, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat und gesagt hat, während der PTS-Phase, ja, könnten wir probier das mal aus, das könnte eventuell, ja, kann es. Und daraus ist ein Bild entstanden, das sich jetzt zum Release noch ein bisschen weiterentwickelt hat und ich persönlich tatsächlich richtig nice finde. Wenn ihr so immer mal mit Waffen wie einer Pumpe zum Beispiel mal Gegner richtig weit weg treffen wollt und das sogar richtig Bock macht und richtig Damage macht, dann solltet ihr ein Auge auf das Bild hier haben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Bild. Ja, das hier ist die Season der Reichweite, Leute. Und ich habe gedacht, komm, baust du da dann auch mal ein bisschen drumherum. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben hier ein ganz spezielles Bild, was wirklich auf optimale Reichweite abzielt. Und das ist tatsächlich in sehr vielen Lagen richtig, richtig gut geworden. Besonders auch, was die Reise angeht. Da gibt es so einige Sachen, wo ihr einen Gegner aus Entfernung töten müsst. Oder einfach ein bisschen Reichweite braucht. Und wenn ihr Bock habt auf eine Pumpe, die das Ganze ein bisschen mehr unterstützt und eine Zweitwaffe, die da komplett egal ist. Ich habe die Sträger drin, weil ich sie ganz geil finde. Aber da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr wollt. Aber gehen wir zuerst mal auf die Spezialisierung ein. Die Spezialisierung war eigentlich nur im Grund dafür, dass ich sie gewählt habe. Ich hatte vorher eine Brust zu Testzwecken mit Glaskanone drin und habe das ein bisschen umgeschwenkt, weil es ist halt, Glaskanone ist nicht für jeden und der Schaden, der reinkommt, der ist schon wirklich krass. Jetzt habe ich es aber
so gemacht, dass wir das Ganze mit Techniker-Spezi und dann den Laserpointer auf die Pumpe drauf machen können. Ne, das war eigentlich so der einzige Grund. Also hier den Impuls-Laserpointer, damit werden Gegner direkt markiert und dadurch profitiert ihr von dem Brusttalent, was ich euch gleich zeige. Wir gehen aber zuerst mal auf die Waffe zu sprechen, die das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und zwar ist das die benannte Schrotflinte der Abschied. Das Ding hat das Talent drauf, perfekte Distanz plus 100% optimale Reichweite. Ihr wisst, Pumpen-Gameplay ist immer eigentlich direkt ganz close am Gegner, so 5, 10 Meter, 15 Meter wird es normalerweise schon knapp mit einer Pumpe, da muss man echt gucken. Aber das interessiert der Abschied nicht. Und in dem Bild interessiert es schon mal gar nicht. Ich zeige euch aber ganz kurz, wie ihr da rankommt an das Ding. Weil das Ganze ist geknüpft an den Fortschritt in der Felduntersuchung für den Techniker. Da bekommt ihr auf Stufe 4 die Blaupause für den Abschied. Und dann könnt ihr so euch einfach basteln. So, wie haben wir das Ganze aufgebaut? Ich muss euch vorweg sagen, ich spiele ja mit Modifiern und habe dann entsprechend auch natürlich die Mods gewählt, um die Werte entsprechend anzupassen, weil Crit-Chance nicht so eine Rolle spielt, wenn man gewisse passive Modifier freigeschaltet hat. Wenn ihr damit nicht spielen wollt oder eventuell die Modifier noch nicht habt, dann wählt ihr einfach mehr kritische Trefferchance, sodass ihr so hoch kommt wie möglich. Am besten auf 60 Cap. So, aber fangen wir an. Ich habe angefangen mit der abgekühlten Maske von Gilagard. Einfach nur hier und auch hier ist persönliche Präferenz, je nachdem, was ihr nehmen wollt, könnt ihr hier eine andere Maske nehmen. Ich habe es reingenommen, damit ich einfach zwei Mods Schaden durch kritische Treffer noch zusätzlich mit drauf machen kann, weil die Besonderheit von der Maske ist, dass die zwei Mod-Slots hat. Die wird auch bald wiederkommen. Die war immer so bei den Weihnachts-Events, hat sie der Loot Goblin gedroppt. Deswegen, falls ihr da auf die Bock habt, so noch nicht habt, dann wartet ein bisschen ab. Dann werdet ihr definitiv rankommen. Die 5% Rüstung gesamt, ja, die nehmen wir mit. Ne, ist okay, aber wie gesagt, primär war es ja, die zwei Mod-Slots. Auf dem Rucksack, der ist von Providence, der hat Kopfschussschaden an erster Stelle und ihr seht hier, dass ich den auch komplett rot gerollt habe. Waffenhandling habe ich mitgenommen. Handling ist tatsächlich sehr, sehr gut. Allein wegen Präzision, Nachladegeschwindigkeit. Das ist bei einer Pumpe sehr, sehr gut. Deswegen habe ich das gewählt. Dazu mit dem Talent perfekte Wachsamkeit, weil es ist der benannte Rucksack von Providence, das Geschenk. Das heißt, erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%, nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 3 Sekunden lang deaktiviert. Die Brust, die ist von Usina Getica. Ich habe eben schon angesprochen, dass wir den Laserpointer hier auf der Waffe drauf gemacht haben. Einzig und allein, um die Gegner direkt zu markieren. Was ich euch definitiv auch empfehlen würde, ist oben der Mod auf Präzision zu setzen. Dadurch werden die Pellets ein bisschen kleiner und ihr trefft ein bisschen besser. Weil klar, es ist immer noch eine Schrotflinte und die streut ziemlich stark. Mit Präzision könnt ihr das ein bisschen verringern und habt die Pellets ein bisschen näher beieinander. Das passt auf Reichweite auf jeden Fall besser. So, die Usina Getica, das ist ein kleines Unicorn, die so zu bekommen. Aber die hat das Talent perfekter Entdecker, erhöht den gesamten Waffen- und Fertigkeitenschaden um 20% bei einem von einem Impuls markierten Gegner. Und das erreichen wir halt, wie gesagt, durch den Laserpointer. Dann habe ich die Centurio-Scheide mitgenommen, den Holster. Ich finde ihn einfach cool und da man die ganze Zeit hin und her wechselt, kann man da zwischen den Buffs profitieren. Also von den Buffs profitieren 20% Feuerrate und 20% Waffenschaden. Die solltet ihr nehmen für die Zweitwaffe, die ihr tragt. Weil wichtig ist für die Pumpe auf jeden Fall, die Magazingröße mitzunehmen. Schaden hat sie mehr als genug und 50% Nachladetempo. Und dann zu guter Letzt kommen wir zu zwei Teilen des neuen Sets Aktiengesellschaft. Seht die hier, ja, da muss ich noch ein bisschen optimieren. Aber die geben euch 30% Wechseltempo und da wir zwei Teile tragen, nochmal 70% optimale Reichweite on top. Und bei 170% optimaler Reichweite, ja, das ist schon geil, auf jeden Fall. Zweiter Teil, die Knieschoner. Ihr seht, hier ist noch Luft nach oben. Kann ich schön nutzen für die Riesenreise im Moment, hier Teile optimieren. Ja, und die Skills komplett euch überlassen. Da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr möchtet. Gehen wir kurz auf die Werte zu sprechen. Und ihr seht, wir liegen hier bei 47,5 in dem Fall, obwohl das ein bisschen falsch angezeigt wird. Wenn ich die Modifier ausmache, ist es weniger. Deswegen hatte ich eben gesagt, schaut, dass ihr
die Crit-Chance wirklich so hoch. Es geht ballert. 60 wäre optimal. Mit dem Modifier Rache ist das, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Ihr bekommt ständig eure Crit-Chance hochgeballert und habt da überhaupt kein Problem mit. Und könnt dann alles in Crit-Schaden oder andere Sachen reinballern. So, die restlichen Werte, die seht ihr hier. Und dann gehen wir mal runter zum Schießstand, dann zeige ich euch das Ganze mal. Dann stellen wir hier mal den normalen SPS-Schießstand ein und den für Reichweite. Fangen wir mal an. Kurz, klar. Das ist eine Pumpe, ne? 5 Meter. Ganz klar, ganz normale Reichweite. Auch hier 10 Meter. Vollkommen okay. 15 Meter und da sind die meisten Schrotflinten schon raus aus dem Rennen. Aber ihr seht, wenn die Pumpe crittet, ne, die ist eine der Schrotflinten, die am stärksten hittet. Jetzt hier sind wir schon bei 20 Metern. Ihr seht trotzdem, was pro Pellet ankommt. Wenn jedes Pellet crittet, ja, geht schon einiges. Sind wir bei 20? Dann gehen wir mal auf Reichweite, wofür sie auch designt wurde. Und ihr seht, was da einfach noch ankommt, ne, an Damage. Das ist echt krass. Wie gesagt, die Streuung ist hier der größte Feind tatsächlich von der, weil der Schaden kommt trotzdem an, wenn ihr trifft. 35 Meter. Verrückt. Selbst hier auf 45 Meter kommt trotzdem noch der Schaden der Pellets. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen rumgeballert, wie hinten die Streuung um die Targets. Ihr seht's, ne? Aber das waren 45 Meter. 50 Meter, absolut krank. Ja, da wird es langsam eng. Da kommt trotzdem noch. Kommt trotzdem noch gut der Schaden rüber. Aber wie gesagt, die Streuung tut halt natürlich ein bisschen dagegen arbeiten. So. Und dann habt ihr natürlich, bleiben wir auf den 50 Metern, wenn ihr auf die Zweitwaffe geht. Ja, mit dem Sturmgewehr. Zum Beispiel. Überhaupt kein Problem. Ihr seht, ist schon geil. Ihr habt halt keinen Damage-Abfall. Ihr macht den exakt gleichen Damage. Auf die Targets, egal wo sie stehen. Das ist sehr, sehr cool. Und macht auf jeden Fall Späßchen. Ist ein bisschen anders da zu spielen. Mal ein bisschen anderes Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann wünsche ich euch fröhliches Pumpen.